Hallo? Okay. Genau, ich möchte euch heute zeigen, wie man LED-Table baut. Dazu habe ich mir ein bisschen Material geholt, damit er auch gut aussieht. Hier haben wir Transparentpapier, 1 Meter mal 70 cm, Karton, 1 Meter mal 70 cm und hinten drauf irgendwie so eine komische Schaumstoffplatte, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, damit es ein bisschen stabil ist hinten und man Nägel reinmachen kann. Die eine von den Pappen, 1 Meter mal 70 cm, braucht man sozusagen für die Querstreifen. Und eine von denen braucht man für die Streifen. Wenn man jeden Pixel so groß macht wie ein, also würfelig macht sozusagen, dann braucht man genauso viele, wie man hier, also genau, im Prinzip dieselbe Fläche, die man da bespannt. So, braucht man dafür. Genau, also wenn ich die jetzt hier alle nebeneinander legen würde, die hier, so, die ganze Fläche lang, dann würden die genau ausfüllen. So. Genau, was habe ich gemacht? Ich habe die alle ausgeschnitten mit dem Cuttermesser und jetzt habe ich eine Stichsäge genommen und habe das hier reingesägt, ein bisschen über die Mitte, denn sobald du halt nur genau die Mitte machst und da ist irgendwas dazwischen, dann nervt es. So. Was jetzt noch ansteht, das ist halt, die alle zusammenzustecken und ein schönes Muster zu machen. Also, ich nehme mir so ein Ding und dann stecke ich das hier drauf. So. Zack. Jetzt habe ich die eine Seite dran gesteckt und habe es rumgedreht. Jetzt kann ich die nächsten wieder reinstecken. So, jetzt haben wir den LED-Table, sozusagen das Muster. Das sind alles Würfel hier innen drin. Genau, alles in weiß, damit es schön abstrahlt. Und hier ist jetzt so ein LED-Streifen. Ist natürlich die Frage, wie legt man den rein? Die Sache ist, ich habe halt jetzt nicht die Maße genommen, die die LEDs auch haben. Also hier von 3 LEDs haben 10 cm bei denen. Und jetzt ist die Frage, wie legt man das rein? Mein Abstand ist 5 cm. Gucken. Wenn man die jetzt so diagonal legen möchte, dass immer eine hier ist, eine da in dem Pixel und so weiter. Und dann geht es nur begrenzt gut. Ich habe nämlich 5 cm gewählt. Ich habe gerade ausgerechnet, wenn man sich das anguckt hier. Das sind die LEDs, das ist das Gitter. Das heißt, das ist gleich dem. Ja, also bla bla bla. Genau, dann müsste man 4,714 cm Pixelbreite nehmen. Das heißt, wenn ihr eure LED-Table nicht 3,333 cm breiten Pixeln machen wollt, sondern halt 4,71, ein bisschen größer, dann könnt ihr die so diagonal legen. So. Ich muss mir jetzt was anderes überlegen für meinen LED-Table. Das geht nämlich nur begrenzt gut. Ich will ja eigentlich ein Muster haben, das irgendwie sehr gut funktioniert. Wofür ich mich jetzt entschieden habe, ist eine solche Anordnung der LEDs. Das will ich mal ausprobieren. Deswegen habe ich auch die Boxen so weiß gewählt, damit es hier zum Beispiel möglichst viel abstrahlt. So, mal getestet. Mit dem Arduino. Ein simples Adafruit-Beispiel. Und es funktioniert. Und warum das jetzt noch hier überleuchtet, weiß ich jetzt allerdings nicht. Ach so, unten drunter leuchtet das, ja. Aber das wird sich beheben, nehme ich mal an. Irgendwann. Wenn wir das dann ordentlich festmachen. So, jetzt kann man es sehen. Das geht hier lang, dann geht es da lang. Da lang, da lang, da lang, da lang, da lang und so weiter. Und das ist jetzt eine Spirale, die in der Mitte aufhört. Hier. Ja, genau, und jetzt geht es halt daran, hier, ich hab zwei von denen gebraucht, 250er, kann man hier ausrechnen. So, genau, 14 mal 20 braucht man dann noch zwei. Genau, was noch? Genau, jetzt geht es ins Programmieren.
Jetzt muss man halt dafür sorgen, dass die Pixel einzeln auch angesteuert werden können. Was noch möglich gewesen wäre, war ich ein guter Input. Hier oben ist so eine Ecke. Na, das kommt von unten. So, geht hier hoch. Und an der Stelle hätte man ja hier runter gehen können, statt zur Seite. Dann hätte man halt wahrscheinlich ein besseres so ein Muster gehabt und das wäre dann ein bisschen einfacher zu berechnen gewesen. So, aber naja. Was ich jetzt geschafft habe, ist die Programmierung mit der Pixel Order für das Ganze. Ich habe sie Double Spiral genannt, weil hier immer zwei lang gehen und das so eine Spirale praktisch immer aus 2x2 Boxen ist. So, mal gucken, was passiert, wenn ich eine Arduino neu starte. Button. Es läuft halt Pixel für Pixel durch. Mich ein bisschen gebraucht, die simple Schulmathematik. Genau. Was jetzt noch ist, ist halt, man hat ein 40x20 Ding, das macht, mal sehen, macht eine ganze Menge Watt. Warte. 1 Meter, 90 Watt, 95, macht 4,5 Ampere. Keine Ahnung. Naja. Nee, mach mehr. Naja. So. Nach 12. Bisschen mehr noch. Naja, okay. Genau. Was man jetzt noch machen muss, ist verlöten. Nämlich irgendwie eine Brücke schaffen. Also hier drüben kommt halt der Strom rein. Es wäre zum Beispiel cool, hier dickere Kabel zu verwenden. Und dann noch halt zu sagen, hier Strom fließt nicht durch die erste LED alles durch bis zur letzten, sondern dass man halt so Brücken schafft von hier nach da zum Beispiel. Oder so, oder hier so diagonal eine Brücke schafft, dass es nicht so weit fließen muss. So. Sieht alles blau aus. Hä, wirklich? Na dann mach doch mal deine weißer gleich anders, Nico. Haha, das kann man da machen, aber Nico weiß nicht wie. Danke. Genau jetzt sowas brauche ich. Stell es dann auf YouTube. So. Noch eine Hand drüber. Zum Größenvergleich oder was? Klar. Ja, ist doch. Da sehe ich schon den bösen Business. Die hinter dir. Folgendes habe ich entwickelt. Gesehen haben wir einen LED-Table, der lustig geblinkt hat. Was wir jetzt machen wollen, ist, dass der auch halt auf voller Power blinken kann, nicht nur auf so ein 20stel, wenn es ganz dunkel ist. Und dafür müssen wir Stromeinspeisungen machen. Ich habe ausgerechnet 18 Ampere. Das Kabel hier, das hält irgendwie 3 Ampere. Das heißt, wir müssen 6 Einspeisungen machen. Ich habe 7 gemacht, weil mein LED-Table irgendwie schöne Größe hat, nämlich durch 7 teilbar, 280 LEDs. So, und genau, da lötet man das einfach an. Dann habe ich so Kabelführungen gemacht. Da. Ja, ach, wir haben noch mehr Licht. So, genau, Kabelführungen innen drin. Wichtig ist halt zu gucken, wo scheint die LED hin und wo geht das Kabel lang, dass das Kabel jetzt nicht direkt an der LED vorbeigeht. Die LED da voll drauf scheint, hier drüben ist nicht so gut gelungen, kann man ja noch verlegen. Und dann kann man das Kabel noch weiß machen, irgendwelche solchen Sachen, wenn dann da Effekte sind, also sowas mit weißem Isolierband. Genau, da. Genau. Und hier kommt 5 Volt rein, hier kommt der Ground raus und die werden dann alle zusammengelötet. Beim Kabel verlegen, da schneide ich das ja einmal ein, hier so mit der Schere. Und was man hier gut sieht, ist mein neuester Trick, wie ich es einschneide, hier so. Kleine Dreiecke. Die sorgen halt dafür, dass es oben relativ dünn ist und unten das Kabel drin ist und nicht ausrutscht. Genau, sehr bequem. Was ich gemacht habe, ist anlöten hier. Sodass man im Prinzip den Dateneingang
verlötet, zum Beispiel mit dem Kabel, Datenausgang hiermit, und dann haben wir halt zwei Stromkabel, die das Ganze versorgen können am Ende. Habe ich den Rand und die ist ja so lang geht so. Gebogen, damit nirgendwo im Prinzip irgendwie Pappe so an den Schlussrand dran ist. Und hier in der Mitte, das mache ich dann an den Ecken, stecke ich danach Pappe rein, damit die aufrecht stehen bleiben. So, die Rechnung ist hier. Das ist schon abgeschnitten. Mit Strichen drauf, wo es gefaltet wird. Wenn ich das zweite Stück abschneide, dann werde ich es von der anderen Kante abschneiden. Nämlich von der, die gerade ist. Damit ich die Fehler nicht auch verdienen. Was ich gemacht habe, ich bin mit dem runden Teil des Messers hier den Strichen entlang gefahren und habe das da ein bisschen eingedrückt, damit ich es dann da einklicken kann. Ja genau, hier sieht man auch schon die ersten Ungenauigkeiten. Also wenn ich das jetzt geschnitten habe, hier, das ist zum Beispiel ziemlich bündig, ist es ja so, dass ich ungefähr so 2 mm, das ist also 1 mm nach rechts und mal nach links schneide bei diesen Teilen. Und das heißt, insgesamt sind die also 2 mm ungefähr größer. So. Und hier habe ich den Rand halt so genau berechnet, als wäre das jetzt ein perfekter Schnitt von 5 cm. Aber es müssten 5,2 sein, deswegen ist es nicht immer ganz so bündig. So. Hier, den kann ich zum Beispiel nicht so weit runterdrücken. Genau. Das heißt, ruhig einberechnen, dass man irgendwie, wie man schneidet, halt hier jetzt auch wieder ein bisschen höher, damit der Rand vielleicht ein bisschen höher ist. So. Ansonsten kann man den jetzt hier umklappen. So. Und hier an der Seite kann man dann Sachen reinstecken, die man dann um die Ecke knickt, so. Damit die beiden Ränder sozusagen hier so aneinander festhalten. Dann ist noch die Frage, wie kriegt man das jetzt so geknickt, dass es auch nicht die ganze Zeit sich öffnet. Ja, muss mal gucken. Sieht man hier wieder die Linien und da denke ich mit dem Messer entlang. So. Was? Sieht man hier wieder die Linien und das kann ich jetzt so umknicken. Dann schauen wir hiermit. So. Genau. Und hier oben, das werde ich dann durchschneiden. Hier drüben das Ding wieder aufgeklappt und jetzt kommt innen rein Kleber. So. Und dann wird es festgedrückt, damit sich der Rand auch schön senkrecht irgendwie so hält. Der Kleber sollte nicht bis ganz zum Rand gehen, da ich ja da eine Aussparung gemacht habe, damit man da noch was reinstecken kann. Das sieht man ja dann bestimmt gleich. So. Genau, und dann kommen da Bücher drauf. So, jetzt habe ich noch 4 von diesen Ecken aufgeschnitten, die so reinstecken. So. Damit dann die Ecken halt wirklich 90 Grad aufeinander stehen. Man sieht schon hier, das ist jetzt durch das lange Drücken, sind die schon ein bisschen mehr als 90 Grad geknickt. Das ist eine gute Sache. Noch kleine Ecken rausgeschnitten. So, damit man die aneinander sitzen kann. So, jetzt habe ich hier das zusammengesteckt. Da. Die Bodenplatte. So, nach dem Kleben brauchen wir nun die Enzyklopädie der Technik. Um das Ganze ja, festzudrücken. So, das ist jetzt der Tisch. In meinem Fall habe ich hier Markierungen gemacht, ich da jetzt noch Löcher reinmache, um die Kabel rauszulassen. So, und danach werde ich, was wahrscheinlich auch nicht so das Beste ist, aber trotzdem gut, das Gitter reinkleben, damit es nicht rutscht. Ansonsten müsste man sich halt irgendwelche anderen Sachen einfallen lassen für den Rand. Da wäre es zum Beispiel gut gewesen, das Gitter halt nicht bündig zu machen, sondern da ein bisschen Platz zu lassen, dass man zum Beispiel den Rand hier so hätte drüber falten können, so ein bisschen so, dass das Pappe dann unten drunter geht, dann kann man den Rand einschneiden oder so und die Pappe reinstecken und der
wölbt sich drum oder solche Sachen. Wäre sicherlich gut gewesen, kann ich beim nächsten Mal probieren. Ich will die einzelnen Lamellen bestrichen. Und jetzt hier mit einem Tuch Bücher drauf getan, damit halt auch Druck ankommt, selbst wenn die ein bisschen tiefer sind, deswegen das Tuch. Hier gelegte kleine Decke. So. Jetzt sieht man schon, es ist am Rand nicht immer ganz bündig. Bisschen schade. Gucken, was sich da noch machen lässt. Ist aber überall am Rand so. Die Frage ist halt, was sehe ich dann, wenn ich das Pergamentpapier drauf tue, ob das überhaupt schlimm ist oder nicht? Mal sehen. Jetzt habe ich noch ein Netzteil angeschlossen, das hässlich piepende Töne macht. An dem Netzteil ist der Arduino dran befestigt. Hier geht das Datenkabel rein. Da kommt das Datenkabel wieder raus, sodass man noch neue LED-Kabel hier anschließen kann, an den einen Port vom Arduino. Ja, hier drüben ist der Stecker dafür und ich hole jetzt das Transparentpapier. So, so sieht es aus, wenn das Papier drauf liegt. Drüben ist manchmal noch ein bisschen Platz. Ich habe ein bisschen zu eng gemacht. Würde ich mir merken, dass man da lieber alles ein bisschen kleiner macht, statt auf den Millimeter genau. Ja, also das funktioniert auch. Netzteil unten viel blöd. Und hat 12 Ampere. Das heißt, eigentlich kann ich die Helligkeit voll hochschrauben. Das ist eine LED kaputt gegangen, die hier. Die hat bei voller Leistung geflackert und deswegen habe ich das zerschnitten, die LED rausgeschnitten und eine neue angeklebt. Und die werde ich jetzt verlöten. Die LED ist ausgetauscht. Pergamentpapier liegt drauf und jetzt wird das festgedrückt, nachdem Kleber überall drauf gemacht wurde. Und es ist fertig! Das ist das genau, Standardprogramm Random Lines als Example von der LED Table Library, angepasst auf die Größe. An ein paar Stellen sind die Linien noch ein bisschen blurry, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Ja. Jetzt kann da irgendwas drauf spielen.